Im Neckartaler, wie man es zum Suchen, dort unten des Wochen Menschen suchen. Ein jeder sagt zum anderen und jeder sich verhält, denn des kehrt ein Künstlich der Welt. Was raschelt da? Was raschelt da? Wir fegen weg den Staub der Zeiten. Und was wir drunter finden, uns selber ähnlich sah, ein Spiegel, mit dem wir uns befreiten. Denn wenn man das Unnere unerlässt, dann sinkt das Obere nach unten. Wenn man die Unterwelt vergisst, dann gleicht der Teufel seine Fahne hisst. Guck doch mal, alles wie ein Spiegel. Ja, immer bloß mir. In dir, den ist da unten im Tal dreckig gar nicht. Die Geschichte, sie ist immer nur Angst, die Rechtfertigung für uns selber. Weil sie immer nur von den Siegern verzählt wird. Und nicht von denen, die verloren haben und Opfer waren und unterlegen waren. Das ist so eine Sache, das ist schwer. Ja, wir können da nach, damit er von uns nach den da unten gucken kann. Das hört sich gut an. Alle Fenster hier sind Spiegel, guck, schneid sich bloß die selber. Und wenn man bloß sich selber sieht, ist man leicht dumm wie die Mondkälber. Das war gar nicht mal so schön. Ihr seid fleißig. Du machst unten, wo die gerade wieder alles dreckig gemacht haben. Ich mach oben. Mach unten. Okay. Kein Stein an Bollwerk kann der Liebe wehren. Und Liebe wagt, was Liebe irgend kann. Ich hab die Nacht als Maske vorm Gesicht und ne Wespe. Sonst färbte mädchenhaftes Rot die Wangen. Liebst du mich? Lady, ich schwör's, bei diesem heiligen Mond, der all der Bäume Wipfel sonnt mit Silber. Schwör nicht beim Mond! Dem unbeständigen Mond, der jeden Monat die Gestalt verändert, damit nicht wechselhaft die Liebe wird. Wobei, soll ich denn schwören? Schwöre gar nicht! Aua! Oder, wenn du willst, schwöre bei dir, dem Gott für meine Anbetung. Und ich glaube dir, Liebe ist grundlos wie die tiefe See. Je mehr ich gebe, umso mehr habe ich. Du gibst allzu viel, allzu vieles, meine liebe Julia. Mensch, Judith, kannst du dich langsam ein bisschen mehr auf mich konzentrieren, ne? Und vielleicht den einen oder anderen hinter dir lassen? Hm? Heile, du weißt doch ganz genau, dass du der Einzige für mich bist. Natürlich, wenn wir mal von Traugott, von Gerard, von Kevin absieht, ne? Von Meinrad wollen wir gar nicht erst drin. Zu einem Überfluss hast du ja noch einen Ehemann. Was ist das denn? Das
ist eine echte Patrone. Mit Rottweiler Pulver. Das wird noch heute produziert. Die sieht genauso aus wie die Requisiten, die ich besorgt habe. Sag mal, Rainer! Das ist doch nicht. Mann, das ist doch nicht lustig! Heute Abend. Kraftwerk, Neckartal, die zur Party. Ja, ja, vielleicht. Jetzt geht erstmal die Generalprobe los. Sind alle bereit? Gleich geht's los. Alle auf Positionen! Die Generalprobe von Schuss nach hinten beginnt jeden Augenblick. Achtung, Achtung! Probe beginnt sofort. Ihr habt Rainer gehört. Musik bitte. Boah, Menschenkinder! Da siehst du ja die eigene Hand vor Auge ist. Von wo kommt denn der ganze Nebel? Du! Der kommt vielleicht nicht von irgendwo her. Der kommt vielleicht direkt aus unserem gemeinschaftlichen Gesellschaftswesen. Also so wie wir zusammenleben. Denn. Was? Und der geht aus dem Städtchen, so wie es halt ist, im Vorsteigen? Das glaube ich nicht. Frage, für das hat man geil ausschließen. Aber der Kultur ganz anders drauf. Von wo denn? Jetzt denk halt du mal ein bisschen nach. Das kann der vielleicht nicht. Jetzt probier's halt. Jetzt machst du doch mal ganz genau noch drauf, wo der Nebel tatsächlich herkommt. Aus was für eine Richtung? Halt, da hinten ist Neckartal. Ja, und da kommt der her. Und ich ahne auch warum. Warum? Weil mir gar nicht in die Vergangenheit reingucken will. Weil das Städtle manche Sachen erzählen will. Na guckt's auch da rein. Wir müssen eben in die Vergangenheit gucken. Also, bei mir ist jetzt ja so, gell? Wenn Elle zu mir sagt, lasst Finger weg von seinem Tal, na löst es bei mir was aus. Ja, so etwas löst eben etwas bei mir aus. Da will ich noch schon mal gucken. Hey, ich bin doch eher so. Ich will eher mal danach und wissen, was da ohne Sache ist. Aber am allermeisten will ich das wissen. Na also, dann lass doch grad mal gucken. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß es. Ich denke, da hat sich damals der Dutterhof schon drüber lustig gemacht. Über diese Fähigkeit, alles einfach so hinzunehmen, wie es eben gerade so kommt. Kennt man ja fast als Unfähigkeit interpretieren, nichts so zu nehmen, wie es sei. Kennt. Er meinte also, dass der Max Dutterhofer die Rottweiler für ziemlich fantasielos gehalten hat. Hey, ja, also, das haben wir nicht gut. Habt ihr das nicht gerade gesagt? Jetzt aber, gell? Ach, da hast du eben schön falsch verstanden. Und was hieß denn jetzt? Mich selber. Ich auch? Da sind wir selber. Im Spiegel. Da sind wir. So ist doch immer. Wir wollen in die Vergangenheit gucken und was selber und selber. Und dann auch noch der Nebel. Na ja, da sehe ich mal wie selber. Lasst uns mal den Nebel ein bisschen wegblasen. Ach, das führt doch zu nichts. Das müssen wir irgendwie anders machen. Lasst uns ein Lied in den Nebel reinsingen, dann wird es vielleicht was nützen. Ach gut, wenn du das meinst. Singen? Das ist eine gute Idee. Wege mir! Im Neckartal hat niemand es zum Suchen. Da tunne des Frauen Menschen suchen. Und jeder sagt's dem anderen und jeder sich dran hält. Denn des kehrt in das Licht der Welt. Was raschelt da? Was raschelt da? Wir fegen weg den Staub der Zeiten. Und was wir drunter finden, uns selber ähnlich sah. Ein Spiegel, mit dem wir uns befreiten. Denn wenn man das Unnere unne lässt, dann sinkt des Oberen nach unten. Wenn man die Unnerwelt vergisst, dann leicht der Teufel seine Fahne hisst.
Guck doch mal, alles wie im Spiegel. Ja, immer bloß mir. In dir, denn es da unten im Tal dreckiger ist. Die Geschichte, sie ist immer nur Art, die Rechtfertigung für uns selber. Weil sie immer nur von den Siegern verzählt wird. Und die, von denen die verloren haben und Opfer waren und unterlegen waren. Ja, das ist so eine Sache, das ist schwer. Ich habe eine Idee. Wenn wir uns da unten ansiedeln täten, dann könnten wir die Sache vielleicht rumdrehen. Ja, wir können da nach. Damit eben von uns noch den da unten gucken kann. Das hört sich gut an. Alle Fenster hier sind Spiegel, guck schnell sich bloß die selber. Und wenn man bloß sich selber sieht, ist man leicht dumm wie die Mondkälber. Drum setzt denn sich der Teufel in der Weg und stellt Daum sehr, süß runden, ein Kabel in Trümmerfeld. Trinkt der Blick ganz wunderfitzig durch die Spiegelfront über Rottwein aus dem Horizont. Was krabbelt da, was raschelt da? Wir fegen weg den Staub der Zeiten. Und was wir drunter finden, uns selber ähnlich sah, ein Spiegel, mit dem wir uns befreiten. Jetzt lasst uns mal ein bisschen die Vergangenheit rein philosophieren. Jetzt stellen wir uns da halt mal was vor. Ja, wie das alles quer sei, kennt. 1687, ich steig da hoch Turm auf. Was wenn ich ja selber nur schlecht du bist? Ja, du kannst mir gar nicht geben. Ich bin da oben und guck auf Angreifer heranrücken. Ich sitze auf dem Umgang zum guck, ob sich vom Schwarzwald her irgendetwas belebt. 1802, Rottweil wird von Württemberg eingenommen. Ja, bist jetzt du wieder so ein Unterländer. Das hört sich so an. Zumindest bin ich kein Geldfüßler, gell? 1863, Max von Dutterhofer hat die Schubslochmühle übernommen. Und am Anfang waren da 6 Arbeiter. Ja, und da hat es noch Keueisenbahn, gell? Die Arbeiter sind zu Fuß in die Pulvermühle gelaufen. Und zwar viele, viele Kilometer. Und das bei einem 12 Stunden da. Ja, und dann ist da chemisch geschafft worden. Arme sollen sie kriegen, aber reich werden sollen sie. Jetzt stellt euch doch das selber mal vor, wie ihr selber Stunde um Stunde im heißen Raum voller Staub, also nicht voller Straßenstaub, sondern voller Schwefelstaub, Salpeterstaub, die noch hocken und nicht rauskennen. Und auch die nächste Pause erst noch viele Stunden, das heißt immer weiter, immer weiter. Und dann gibt's auch noch keine Ruhe, weil die wären doch so sauer, wenn du zauderst, wenn du unruhig wirst oder gar nachlässt. Versetze dich doch mal in die Menschen ein. Das war schon eine brutal harte Existenzbedingung. Das kannst du von heute aus ganz und gar nicht mehr vorstellen. Ja. Wann kommt dann jetzt die Eisenbahn? Da, stellt euch mal vor, das war doch vorher alles recht unwegsam da in den Neckartälern. 1869, die Eisenbahn gebaut. Jetzt guckt mal, was auf den Dokumente da steht. Aber auf den Tier jetzt her! Die sollen da auf den Spiegel kommen? Heide mal! Da steht's doch! Bald nach 1802 hat der König von Württemberg eine Kommission nach Rottweil geschickt. Die guckt sich den Städtchen mal genauer an, auch zum Untersuchen. Warum der sittliche Charakter der Einwohner im mittleren Alter nicht der beste sei? Die Kommissionäre aus Stuttgart haben eher schon mal festgestellt, dass es wohl am katholischen Stiftungswesen liegt, dass eben eine zu reichhaltige Armenfürsorge betrieben wird. Und dies Zitat, die Tatkraftlähme, die Nationalwirtschaft tätige und die Steuereinkünfte schmälere, Zitat Ende. Und da steht dann auch noch, dass man, Zitat, unter den Einwohnern wenig Betriebsamkeit und wenig ernst und tätigen Eifer antritt. Zitat Ende.
Rotte eine Weile weiter, dann bald rottest auch du selber. Es rottet der Weiler eine Weile vor sich hin, sodass er am Ende verweilt oder verrottet. Auf jeden Fall stinkt er und das nicht nur vom Kopf her, wie woanders. Aber schon auch vom Kopf her. Also, die Städtli, das bremst scheint alles, was zu schnell oder zu schlau unterwegs ist. Ist das so? Ja. Zitat. Der namentlich in Rottweil herrschende Hang zum Bettel und Müßiggang muss bekämpft und der Gewerbefleiß der hiesigen Stadt gehoben werden und auch eine gewisse Weckung des Handlungsgeistes. Das haben die doch bis heute nicht richtig geschafft. Hey, 1849, da ist besser geworden. Guck da stolz. Man trifft allmählich einen besseren sittlichen Charakter an und eine treuherzige offene Sinnesart und heiteren Lebenshumor. Aber die Bewohner des Bezirkes stehen in Hinsicht auf unermüdlichen Fleiß immer noch hinter den Unterländern zurück. Habt ihr das gehört? Und man sehe doch überall einen gewissen Schlendrian, Trägheit und Kurzsichtigkeit der hiesigen Inwohner. Die Sache muss man soziologisch sehen, der Dudenhofer hat es auch wahrlich nicht einfach gehabt mit euch Dach drauf schlafen. Aua! Der war doch vollkommen rücksichtslos gegenüber den armen Rottweiler. Die haben sich's gefallen lassen? Ja, ja, immer nach dem Prinzip schafft eine Sache, kannst ja eh nichts machen. Wir müssen da nun noch. Sonst wären wir nie schlau aus uns selber. Wir müssen dann ab in das Neckertal, sonst blinken wir in 100 Jahren nicht durch. Ja, und Rufholen, was da unten verschüttet ist. Jetzt guck mal, was da raufgekommen ist. Für mich ist das alles Mai. Ha, für uns doch auch. Schütteln. Nochmal schütteln. Jetzt wieder anschlagen.
weit bist du mit der Revue für den Königsbesuch? Der König von Württemberg kommt uns besuchen. Ich bin dabei. Hast du was Schönes gemacht? Es ist ein Lied über dich, über Max Wilhelm von Duttenhofer. Du bist doch der Sohn von Wilhelm Heinrich und seiner Gattin Tesselina. Und du bist doch ein echtes Rottweiler-Kind. Natürlich waren deine Eltern keine eingeborenen Reichsstädter. Und dann dauert es in dieser Stadt schon seine ein bis zwei, manchmal auch drei Generationen, bis man sich dann ein echtes Rottweiler-Kind nennen darf. Aber du bist doch ein Mann, auf den die Stadt stolz sein kann. Max von Duttenhofer, der Mann, der Rottweil die Pulverindustrie geschenkt hat. Weniger Schwefel. Geht das denn? Es muss in dieser Richtung liegen. Und die Kohle wirklich weniger verbrannt? Es muss da irgendwo. Aber es ist noch nicht. Hast du alles so gemacht, wie ich es gesagt habe? Ich befolge alles, aber es ist noch nicht ganz ausbalanciert. Lauchsprengungen haben wir noch zu viel. Vielleicht noch viel weniger Schwefel. Das kann doch nicht möglich sein. Doch, es ist möglich. Zu leicht entzündlich. Too easy to inflame. Boom! Nimmst du das in deine Revue mit rein? Ja, würde ich schon. Aber ich will auch die Arbeiter mit reinnehmen. Valentin, man muss doch die Wahrheit. Der König und ich sind da wichtig und nicht diese Dussel. Aber Schluss jetzt, sonst werde ich dich von deinen Aufgaben suspendieren. Dann bin ich in diesem Labor also so eine Art Rock. Und ich bin so einer wie Faust. Denkst du das auch manchmal? Ein faustisches Genie, vielleicht. Sicher ist jedoch, ich bin hier der Depp. The Chemie, the key of the universe. Quatsch. Alchemie? Sagst du Alchemie? Nein, it's the power of the key, Chemie. Wichtig. Yeah, I think so. Die Alchemie des Geldes. Nicht die Alchemie. Chemie, Forschung. Ich kaufe ein Labor und du bist mein erster Laborant. Geh, hol doch noch mehr der wenig verbrannten Kohle. Und was die Revue angeht, ne? Pass auf, was du machst, um. Der König ist da wichtig. Und ich. Und nicht diese Dussel. So, 16c plus 4s plus 10KNO3 reagiert zu 15CO3. Der Neckar.
Stadt reibt die Mühlen an und fließt dann bis zum Rhein hinan. Er malt, wo auch die Bäume wandern, mein Pulver und fließt bis nach Flandern. Das Pulver für die deutsche Nation will ich in Rottweil alles machen. Es braucht für Deutschland Munition, den Menschen ganz gesund zu machen. Was ist denn das Pulver für die Waffen? Bin ich krank, so brauch ich eine Medizin. Ohne tät ich bald total abschlaffen. Oft braucht es sowas wie Penicillin. Pulver ist das Mittel in meinem Kampf gegen viele schlimme Bedrohungen. Ein Messer setz ich unter Verdacht. Wir und Franzosen gehören bezwungen. Sag mal, was bist du denn für einer? Hau ab, verschwinde. Ein Arzt misch ich Pulver aus Stoffen. Nimmt er Kräuter, nehm ich Kohle. Mit Erregern will ich mich zoffen, damit das Volk sich vom Feind rasch erhole. Ich bin hinterher. Ich krieg es nicht hin. Drei Teile Schwefel, sieben Holzkohle, fünf Schwefel, alles nochmal von vorne. Ach, ich komm nicht voran. Ich stagniere. I do not come from the spot. Was zur Hölle ist mit mir los? Nur keine Aufregung. Alles halb so schlimm. Kann ich behilflich sein? Du? Ja. Wer bist du eigentlich? Hau ab, verschwinde. Ich schaffe es allein. Max Wilhelm braucht kein Support. Er schafft das auch ganz allein. Disziplin ist das Zauberwort. Bind ich mir doch niemand als mein. Die Franzosen sind noch nicht weiter. Andernfalls wär höchste Alarm. Braucht demnach keinen Ghostwriter. Bitte weg! Sie Heuschreckenschwarm! Guten Tag, Mal. Ah, hallo. Anna. 75% Kaliumnitrat. 15% Holzkohlen. 10% Schwefel. Dann geht es los. Ja. 16C plus 4S plus 10K1O3 wird zu 15CO3 plus K2CO3 plus 4KSO3 plus 5N. 2. Die Reaktion will ich haben. Rein und kristallin. Aber im Moment, da stehe ich auf dem Schlauch. I'm standing on the pipeline.
Es fehlt die zündende Idee. Von innen kommt doch alles. Aus unserer eigenen Nacht. Aus diesem dunklen, feuchten Schacht kommt doch alles, Max. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Das muss doch alles berechenbar sein. Und ich hab viel berechnet und viel gerechnet. Das brauchst du nicht. Doch, doch. Und alles, was ich brauche, mach ich ganz allein. Pulver dann verrauchen, will nur der Pulverkönig sein. Der Geist hat mich verlassen. Anna, was soll ich machen? Muss schon Leute entlassen, langsam vergeht mir das Lachen. Die Meinung muss wachsen und Deutschland ebenfalls. Wir brauchen Profilaxe zu retten unseren Hals. Von unten kam die Inspiration, aus der Tiefe steigt sie hoch zu Gefühl und Culmination. Meditation, Concentration, Inflammation, Herz, die Meere werden in den Tiefen gefahren. Tod und ewige Nacht, Schätze reich in dunklem Schacht. Schlummern in Menschenherzen, die Nächte wilder Leidenschaft, blüht darin die reine Kraft. Wenn ich ein Gedicht mache, lass ich zu meine Gefühle, die werden groß wie ein Drache. Du denkst nur an Moleküle. Chemie ist halt Chemie, da kann ich Gefühl gar nicht brauchen, dreht sich nur um Psi und Pi, soll kein Drache fauchen. Schau dir doch die Rottweiler an, die tun ganz in sich um. Die gehen alles langsam. Psst. Max! Mit Haferlschuhen, Samthandschuhen, stets ausruhen, zack, zack! Max, das ist ja gar nicht. Spann am Gefährdenball, gewiss der ewigen Gnade, vergießen keinen Schweiß, bin mir nicht zu schade. Er meinte sich so. Will ne Kaskade, rüstet für die Kanonade. Etchi, du, Dampf, Schwade. Vielleicht für die Formel schon. Aber wer weiß, vielleicht kommt die wahre Inspiration doch aus einer ganz anderen Richtung. Max, du musst jedenfalls wachsam sein. Bitte. Ja, Anna. Ich will mir das zu Herzen nehmen. Ich muss da vielleicht wirklich anders rechnen. Die Chemie der Stoffe ist das eine, aber... die Chemie des menschlichen Herzens ist das andere. Ich verstehe, Anna. Aber da draußen, da gibt es Gier. Und jeder tut fast alles für Geld. Stimmt's? Es ist nicht alles Chemie, was stinkt. Ist nicht alles verschlossen tief im Herzen schreien? Ja, vielleicht. Ich muss da nachforschen.
Aber woher kommt der ganze Gestank auf der Welt, Anna? Ach, Max. Denn hierzulande um 4:45 das ist schon zeigt der richtigen Adligen sich ruhiger Zugang. Also ich... Also ich würde das ja alles etwas langsamer angehen, so. Eine mit Weile. Nur nicht hudeln. Noch kein Dampflok. Na, 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 na. Was schwätzt denn du da für ein saudummes Zeug? Du hast der liebe lange Tag nichts anders zum tun, wie auf den braven Herrn von Duttenhofer zu schimpfen. Hast du nichts zum Schaffen? Nachdem ich den Chef abwickelt hab, lege ich mich nochmal für 2 Stunden nach. Da wär ich mir nicht so sicher. Um die Zeit, das ist ja gerade erst mal 5:45. Da ist am Städte noch sehr ruhig. Nur der Chef rennt schon ins Neckartal und kriegt der Hals nicht voll mit seinem Rumgerenne, Rumgemache, Rumgetue. Aber ich hör da gar nicht, ne? Schwätz, war die Witte. Mein lieber Max Wilhelm Duttenhofer, bis wohin wollen Sie denn noch hochklettern? Sie sind doch schon der Pulverkönig, der Daimlergott und der Kaiser von Rottweil, also ich verstehe es nicht. Ja, du! Verstehst nur ganz andere Sachen. Aber ich hör das Zeugs überhaupt gar nicht. Du kannst weiter schwätzen, das ist mir egal. Ich hör da gar nicht zu. Schwätzt du noch? Immer noch mehr, höher, weiter. Ja, der weiß halt, wie man's macht. So, jetzt nimmst du aber mal einander noch einen Eimer in die Hand. Sonst wird sich nämlich meine Hand verselbstständigen und du wirst dich wundern, wo dir da klatscht. Mary, Mary, Mr. Duttenhofer, kannst du straight to, up to the sky. Wake up, get up, komm ganz schön in Schlitzen, Öl und Stahl und Pulver für Witzen. Bleib lieber am Ofen, wo ich lieg zu Hause, meine Katastrophen, mach ich besser eine Pause. Also jetzt hörst du aber mal auf mit diesem dummen Getue und deinem blöden Spitz. Ich frage mich, wenn ich aufsteige, du. Soll ich jetzt lachen oder blären wegen der Frage? Ich glaube, ich stagniere schon seit Jahren. Während Seig hoch schon steil nach oben geht. Also, wenn ich mir dich so angucke, dann wäre ich schon arg traurig. Und wenn ich deinen Lebenslauf anschaue und ihn auch studiere, Dad, also, es ist ja nicht gerade eine Panorama-Postkarte vom Matterhorn. Da ist nicht viel Steiles. Ja, stimmt schon. Ich muss da mal drüber nachdenken. Wenn ich vielleicht nachdem ich ausgeschlafen habe, mache ich das mal. Bei dir ist das eher so wie Mecklenburg oder Schleswig oder die Niederlande. Flach, flacher am flachsten. Jetzt, wo du sagst, werde ich schon ein bisschen unruhig. Ich muss da mal um mich gehen. Ich mach da vielleicht doch was falsch. Aber was? Muss ich mal den Chef, also Dr. Max Wilhelm, fragen, vielleicht hat der einen Rat. Oder ist mein Zeitmanagement nicht ganz optimal? Und vielleicht muss ich mich fit halten. Also, übertreiben brauchst du jetzt ja auch nicht gerade, gell? Es langt ja, wenn einer rennt. Wissen ja, ich gleich alle anfangen Rasen ins gleiche Muster verfallen. Jetzt hör halt auf mit dem Gezappel!
Sein und mit dir explodieren, auch wenn es weh tut. Ich bin so einsam wie ein Stäubchen, das alleine niemals explodiert. Ach, Max, in welcher Hand halte ich jetzt die Orange? Schau in den Spiegel. Hier ist sie in der rechten und dort hast du sie in der linken. Ach, nichts ist, wie es scheint. Alles ist doch umgekehrt. Wo rechts ist, ist links. Loneliness is my life, and life isn't a pleasure. In the morning at 5, Max is leaving, but I have to do my duty. Sei niemals laut, wenn Max auf dich baut. Wenn Grabenzerriss in meine Seele, mit meinem Schmerz lasst mich allein. Damit es mir an Trost nicht fehle, allein mit meinem Gotte sein. Ihr könnt nicht mein Lied noch fühlen, das wäre selbst empfunden sein. Getting rich is a hard job, but getting very rich is a war, and you have to fight it inside of yourself.
uns bemühen, tun sie es nicht für immer, merken nicht, wie wir verblühen. Täuber, Hannen und Schimmer, vergessen werde ich den nie und nimmer, nimmer. Wenn Männer sich um Pulver bemühen, tun sie's innig und für immer. Ich will dies Pulver glühen, explodieren, blauer Glimmer, riesig wie Staubgeflimmer, durch Ritzen fort für immer. Was machst du denn da? Casse-toi! Ich werde zu Pulver. Das rieselt durch Ritzen in den Boden hinein, wo niemand es mehr findet, vom Wind ganz still nur weggetragen. Inspiration, die kommt von innen. Na wunderbar, so schön, Anna, das ist wirklich toll, von innen. Ja, aber das muss doch alles berechenbar sein, Anna, das muss. Und ich habe viel gerechnet, Anna, wirklich, Inspiration. Welche Hand halte ich die Orange? Die Kugel. Wo links ist, ist rechts, links, rechts, links. Auch schält Peter aus den Ständen, auch Schwefel in allen Fällen und Holzkohle fein gemahlen. Dafür muss man immer schauen, und versteht sie nicht. Sie ist so scharf wie ein Halsgericht, sie treibt voran die Konkurrenz. Mir bleibt heute nur die Impotenz. Soll sich mischen, mischt dich nicht. Explosiv, Sturm und Titan. Das Blut, das ist doch kein Gedicht. Rein soll es und kein Salat. Bevor es hell ist, bin ich auf den Beinen. Es hält mich nicht als Mann. Es hält mich nicht im Bett. Als Mann, ja. Besonders wenn man ein Mann ist wie ich, dann steht man für einen klaren Kopf und für ein aufrechtes Herz. Und wenn man das hat, dann kann einem nichts passieren. Ja? Aber wenn es einen lockt, reich zu werden, dann... Dann wird ihm das gelingen. Das ist sehr fein und klug gedacht. Respekt, Herr Max, Herr Duttenhofer, Herr von Duttenhofer. Aber wie es halt so geht in der Welt, not everybody ist seines Glückes Schmied. Es braucht hin und wieder ein Quäntchen mehr als nur das Übliche. Hinz und Kunz, die bleiben allzu oft in the Startlöcher stecken. Deshalb sei klug und klüger, mein lieber Max Wilhelm. Your luck is on the Messers Schneide. On the edge of your knife. Go inside yourself. And you will discover a person who is able to be one of the mightiest German sins. Hermann der Cherusker? Batman of Schwäbische Alb? So to say, Hermex Willman the Powder King. Not everybody, nicht jedermann, ist seines eigenen Glückes Schmied. Was der Hinz und Kunz nicht kann, zumal im hiesigen Gebiet, das muss der große Mann vermögen, muss sein wie
Hermann den Kersker. You might be her next to call the key. Kern entscheidet wie Tung und K. Entsprechen den Schlagbrechen stecken, Kunst katholisch und läuft rückwärts. Das Glück, das kann ganz leicht verrecken und Messer schneiden ist kein Schmerz. It was on the edge of your knife, but you are a hard-boiled man. Ganz klar, American way of life. Reich muss man werden in old lifestyle. Jetzt, Max. Ich hab alles berechnet. Mag es doch so sein, wie Anna meint, dass ich in meine innere Nacht hinabsteigen soll. Meine innere Nacht, das Mehl. Der dunkle, feuchte Schacht. Wie hat sie geschrieben? So schlummern in den Menschenherzen die Mächte wilder Leidenschaften. Aber von dort höre ich nichts. Und es fehlt doch was bei meiner Pulverformel. Ich will ja jetzt hier nichts Triviales ausbreiten, aber es braucht immer mal wieder Fantasie. Ach ja? Ja, ich bin gegen Fantasie. Ach, ich auch, keine Sorge. Da hat der gute alte Teufel Sigmund Freud ganz recht. Fantasie ist nur ein dürftiger Ersatz für Denken und fürs reale Leben auch. Eigentlich ist Fantasie nichts anderes als ein Krankheitszeichen, ein Symptom, eine Flucht vor dem Verstehen. Also weg mit allzu viel Fantasie, sie macht nur unseren Kopf wirr und lässt uns im Unklaren. Eben, gerade ich als Mann der Tat. Ich brauche weniger Fantasie als solides Wissen. Solides Wissen und diszipliniertes Voranschreiten. Egal mit welchen Mitteln? Naja, letztlich schon. Chancen zu ergreifen. Das gehört doch dazu, oder? Das gehört schon dazu, klar. Du verdienst dein Geld mit Zerstörung. Ich habe auch gar nichts gegen Destruktion. Da sind wir doch schon eine Verschwörung, sind im Geschäft, machen Fusion. Sind wir also im selben Metier? Profis im Anti-Schöpfungsgeschäft? Was entsteht, muss wieder vergehen. Habe ich recht, Max Wilhelm? Ja, ja. Rechnen ist Rechnen. Experiment, Experiment. Weiß ist weiß und schwarz ist schwarz. Was sagt der Anan? So denk doch an den Spiegel. Weiß ist schwarz ist weiß und links ist rechts. Sogar dein Scheitel hat die Seite gewechselt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Stärkste im ganzen Land? Das bin immer noch ich. Gewiss, gewiss. Das bin ich doch. Ja. Komm her zu bereit. Ja. Königlich preußischer Krone worden, ja. Ritterkreuz zweiter Klasse des Ordens der Württembergischen Krone, Geheimrat des Ordens von den niederländischen Löwen. Ja, aber hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, da wohnt Alfred Krupp. Und Alfred Nobel, die sind tausendmal stärker als du, jeder für sich, nicht zusammen. Da muss man schon mal ein bisschen anders rechnen. Ah ja? Ja, du hast es doch gehört, was das Spieglein an der Wand dir gesagt hat. Du bist nicht der einzige Pulvermüller. Jenseits des Rheins schlafen sie nicht. Au-delà du Rhin, les Français sont très avancés. Ils sont 10 cartouches avec poudre noire. 10 Patronen mit schwarzem Puder. Relativ mon perfect. Ach, schon wieder. Ich habe davon gehört. Ich habe gerade die neuen Maschinen für das RCP angeschafft. They have given 10 cartridges to 5 special persons and they want to test them in these days. String beeindruckt. Da muss ich also doch. Da musst du also doch mir eine holen. Koste, was es wolle. In dieser Hinsicht bist du mein Lehrer. Geld kommt von Geld. Ich brauche eine dieser Kartus. Oui. Ich nehme Geld in die Hand. Oui, oui. 100.000.
200. Zu wenig. 500. Zu wenig. 800. Damit würde ich es mal probieren. 800.000 für eine einzige Patrone. Und dann muss ich vielleicht noch die ganze Fabrik verschrotten. Ja, ja. Du weißt doch, Geld erzeugt Geld, also keine Rast. Ja. Sometimes you have to take a shortcut. Eine kleine Abkürzung zum Erfolg. Du wirst sehen, in 100 Jahren, also heute, wird das das Übliche sein. Ich weiß Bescheid. Ja, ich heiße Dudenhofer. Ja. Alles klar, Chef. Ahoi. Ich schreibe anders. Ah. Ich folge Allah. Spüre das Wetter. Ahoi. Der Sturm zieht auf. So läuft die Welt! 800.000! Nicht ohne Geld! Okay. Und wenn es sein muss, Algorithmus! Kokosnuss! Wirf weg all den Dreck! Mach sofort neu! Alle Maschinen! Im Nu! Ersetzt! Das ist der Preis! Den muss man zahlen! Alles klar! Hier hast du einen Namen von einem Mann, der dir helfen kann. Er ist ein Franzose, er ist ein Experte, er ist einer von fünf. Ah ja? Er hat 2 von 10, 800 hast du selbst. Ah ja? Jetzt hast du alles, was du brauchst. Hier sind 2 Lötkolben, ich hoffe, du rauchst. Okay, und was ist das jetzt noch? Das Übliche, ein kleiner Zettel, eine Vereinbarung. Du weißt schon, dein Selle an mir, da unterschreiben. Nein. 1910. 1897? 9. 8. 8. 8. 7. 0. 6. 1. 5. 2. 4. 3. Top. Dezember? Januar. November. Februar. September. Mai, April. August. Top. 31. 1. 30. 29. 3. 29. 28. 4. 25. 7. 20. 9. 15. 11. 14. Top. Und jetzt unterschreiben. Mit Scheibeter? Vermischt mit Blut. Stinkt. Ja. Schrecklich, wie schnell die Welt doch läuft. 800.000 Mark für eine einzige Patrone von den Franzmännern. Everybody is the Schmied of his Glück. Valentin? Ja? Wir müssen eine Kleinigkeit verändern. Haben wir es? Ja, nein. Nein. Ja. Wir müssen Französisch lernen. Wie heißt Pulver auf Französisch? Ah, oui, ja. Poudre noir. Wie groß ist der Vorsprung? Groß genug. Ich spüre, wie er förmlich schrumpft. RCP, Rottweiler Chemiepulver. Ah oui! Und mein Bruder Karl, der fährt jetzt nach Berlin. Mit einer Kubek. Aha. Der spricht mit Bismarck. Ja, mit unserem Reichskanzler. Ja, mit unserem Reichskanzler. Ja, mit einer ganz bestimmten Kugel. Ja. Der Kanzler, Bismarck,
und der Kriegsminister Bronsart von Schellendorf. Die wollen Ergebnisse. Gratulation. Max und Johann Nepomuk Heidemann. Vereinigte Rheinisch-Westfälische Pulverfabriken 1873. Schwefelsäure, Salpetersäure, Nitrocellulose, Essigäther zu Gelatine. 1888 gelatiniere Schießbaumwolle Blättchenpulver. 1889 im Neckardal. Alice-Blättchenpulver. Max ist überall. Sankt Petersburg, Kartoschka, Gilbert Gunpowder Company, London, Muiden, Holland, Japan, Türkei, Argentina, Peru, Mexiko, El Corizo, Brasilien, Zwirbrot, Spanien, Guacamole, Rottweil, Weltgeltung. Alles rauchfrei, alles Max. Aufsichtsratsvorsitzender Max von Duttenhofer. Und heben wir die Arme für die Arbeit. Wissen wir manchmal nicht, wo und wann. Für uns Bauern herrscht die reine Eiszeit. Da kommt die Frage auf, ob ich rein kann. Niemand will von sich aus in die Pulvermühle. Beim Duttenhofer gibt es immer mal was. Zuletzt ist's, dass ich im Staube wühle. 12 Stunden, Tage ohne Unterlass. Es bleibt nichts anderes übrig für mich als zweite Tochter, als zum Pulver in den Käfig. Ein Knecht und Kind eines Knechts. Bald stand uns auf dem Hof das Wasser bis über beide Ohren. Als dritter Sohn wird's immer krasser. Bald muss ich in der Pulvermühle schmoren. Die Pulvermühlen sind die Hölle. Da bleib ich fern auf dem Hof. Und wenn von fern der Pulverdonner schölle, dann sag ich mir, ich bin doch nicht doof. Als wir grün und gelb geworden, sag ich mir, dass ich mal was frag. Doch Duttenhofer nannte uns nur Bauerntölpelorden. Ihm ist es ganz und gar egal, was ich sag. Thank you.
aufreißt, bleibt ihr ab morgen einfach zu Hause. Und zwar alle Bänder spart zu dreist, deshalb fliegt ihr alle raus. What's your problem, five from Villingen? I have no patience for such Gewerkschaft questions. You remind we were here, not in Düsseldorf. And I don't wanna hear such suggestions. Seinen blitzschnellen Kugeln und seinem Zauberpulver. Diese Männer, was die nicht alles tun, ja, oder auch nicht tun. Da fährt mein Gatte Friedrich heute zum Kaisermanöver, wo sich die Herren dann in militärischer Disziplin ergehen und sich dabei in Reih und Glied hin und her bewegen.
Ja, wenn die sich sonst mal ein bisschen interessanter hin und her bewegen würden. Wenn es drauf ankommt. Also wo ich auch etwas davon habe. Aber da sind die dann meist gar nicht mehr so energisch, wie das zu wünschen wäre. Parbleu! Quel grand malaise avec les hommes traditionnels! Da verlegen die Herren also die großen körperlichen Manöver auf die Wiese, wo sich dann nur ausschließlich Mannsbilder tummeln. Die scheinen ja einer unbezwinglichen Lust zu folgen. Männer paradieren vor Männern. Ganz ohne Frauen. Nicht mal als Zuschauerin sind wir da eingeladen. Als Bewunderinnen für den Uniformauftritt am Morgen da ja. Wenn die Tressen und Knöpfe und Ziernähte in Stellung gebracht werden. Stellung. Stellungen. Von Stellungen träume ich schon lange. Aber da steckt der Friedrich viel zu sehr in seiner steifen Steifigkeit und hält sogar noch im Dunkeln, wenn sich die Körper ihrer eigentlichen Natur ergeben, dem Genießen, die Etikette ein. 1903 im 20. Jahrhundert, das muss man sich mal vorstellen. Oh, diese alten Husaren, Ulanen und Kürassiermännlichkeit lässt mich als Frau in der alten Misere ungerührt sitzen. Dann lass ich auch den Fashion-Offizier in seiner Offizierschaftlichkeit sitzen. Da lob ich mir den Max. Ein moderner Mann. Ein Mann des 20. Jahrhunderts. Das Autofahren als Schule der Erotik. Gas und los. Und in die Kurve hineinlegen. Oh, der Rhythmus der Maschinen, wie ich das liebe. Und dieser Mann hat noch etwas, was jede Frau braucht, wie die Luft zum Atmen. Die Damen, wir sind fast unter uns. Welche Eigenschaft braucht jeder Mann im Übermaß? Hm? Bitte? Geld ist total überschätzt. Welche Eigenschaft, ha? Die Dame? Das ist die Gelegenheit, ha? Wir sind 1903, Sie können frei sprechen. Keine Idee? Leidenschaft, wir kommen der Sache näher. Leidenschaft. Leider schaffen die meistens mehr Leiden als sonst was. Vertrauen, Selbstvertrauen. Was ist denn schon ein Mann, der nicht von sich selbst glaubt, dass er der Größte ist? Der ist das. Oh, hey! Auch wenn er gar nicht der Größte ist. Ich muss das am Ende ja aussparen. Wenn er nicht von sich überzeugt ist, das macht keinen Spaß. Hallo! Max is a real modern man. Und dieser Mann hat Leidenschaft, das auch. Rattern, Rattern, Explosionen! Er ist da, du bist da! Bang, 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 yeah! Yeah, yeah, Papa, Tama, du! Oh,
dem neuen Automobil. Das Fahren ist nicht schwer, bin dabei ganz agil. Max ist not from yesterday, und Steinberg rennt Daimler Car. Everything's a flimsy play, oh, whip him up, he might just stop. Verbrennungsmotor von Daimler. Ja. Hörst du die Eruption? Ja. Daimler gehört jetzt mir. Was ist eine Explosion, werden Sie fragen. Durch das plötzliche Freisetzen von hohen Energiemengen entsteht das, was dann eine abrupte Volumenausdehnung eines Gases verursacht und diese wiederum eine Stoßwelle. Das ist eine Explosion, die diesen Motor antreibt. Oder er löst einen ehemals festgefügten Zusammenhang auf und reißt ihn in Fetzen, ja! Stücke, Moleküle, oh, ja, und Atom. Dieses unerwartete Auflösen aller Verbindungen ist von unvergleichlicher Einzigartigkeit. Und Schönheit, ja, und Schönheit. Und kann sich auch mit Schönheiten in Naturvorgängen messen. Dazu bedarf es nun einmal dem sprengenden Pulver, dem Brand- und Verpuffungspulver, auf dessen Herstellung ich mich. Er sich gerade sehr gut versteht. Aber ich meine die kontrollierte Explosion. Ja, die Zylinder. Naja, so ein bisschen frei, Max. Ja, ein bisschen, nein, lieber kontrolliert. In den Zylinder mischen das kontrollierte Explosive. Das gibt die Kraft. Der Max und ich haben ganz viel Freude. Ja, aber nicht mit dem freien. Ja, aber nicht mit der freien Explosion. Nicht mit der freien Explosion. Max. Die kontrollierte. Max. Ja. Alles, was existiert, ist wert, dass es explodiert. Alles, was existiert, ist wert, dass es explodiert. Das und Pulver und das Öl, ich liebe und ich brauche das. Es wird sie los und ich brüll. Ich liebe und ich brauche das. Kind, das ist ein Daimler Car. Das wird in Zukunft alles überrollen. Da wirst auch du in Hubschrauber. Dafür muss man uns Respekt zollen. Liebe und Karosserie. Am Anfang schlaft man nie. Bald schon hat man Spaß dabei. Und wird mit Liebe und ganz frei. Liebe und Karosserie. Am Anfang schlaft man nie. Und bald schon hat man Spaß dabei. Wir fahren gerade Auto. Der Max und ich. Ich glaube, wir fahren noch ein bisschen. Helfried. Eine Granate. Super. Mitkommen? Ja, später. Es gibt doch immer eine goldene Patrone, die zaubert manche aus seiner Melone. Der gute Jäger schießt den kapitalen Hirsch, doch niemals tue dies ganz ohne Pirsch. Ja,
Wir sind alle Jäger des verlorenen Schatzes, ewig gekettet an die Wandung des Zinssatzes. Damit keiner denken möge, dass das Pulver einen schlechten Zweck haben könnte. Wieso? Eine Jagd ist doch nichts Schlimmes. Der eigentliche Zweck liegt ja in der Drohung und abschreckenden Wirkung. Somit ist das Pulver der Vater der friedlichen Koexistenz alles ein. Außer der Hirsche. Dieser Schweiner, die sind da! Moment. Man sagt, manche würden den Krieg schüren, nur um am Ende nur um viel Geld mit dem Pulver zu verdienen. Krieg den Hirschen! Das ist natürlich absoluter Quatsch. Als ob je ein aufrechter Mann etwas Zerstörerisches vorangetrieben hätte, nur um am Ende mehr Pulver zu machen. Also mehr Schotter mit Pulver. Also Kohle. Kohle mit Kohle. Pulver mit Kohle, um zu jagen. Das sind doch Hirngespinster von fanatischen Moralisten. Oder dass jemand Plastikflaschen fördert, wie zum Beispiel Coca-Cola. Nur um die Gewinnmarge um ein paar Prozentpunkte anzuheben. Also von heute aus gesehen, 1885, gar nicht vorstellbar. Oder dass trotz anderer politischer oder gesellschaftlicher Vereinbarungen die Autobauer die Messinstrumente frisieren. Das sind doch keine kleinen Jungs, die ihre Mofas frisieren. Sind wir doch in Zukunft dabei, die nationale Gesinnung endgültig hinter uns zu lassen? Ja, fast schon haben wir sie hinter uns gelassen, so weit schon, dass wir gar nicht mehr richtig feststellen können, wie es sich mal angefühlt haben muss, wenn man clean und nationalist war, einfach bitch. Und für das Deutsche Reich kämpfte gegen jede Art von Anfeindung oder Bedrohung. Nun? Zum Beispiel von Seiten der Hirsche. Krieg den Hirschen! Ja, so muss es gewesen sein. Und warum sind Feinde? Immer wieder werden sie noch feindlicher, feindseliger, denn es herrscht Konkurrenz auf allen Ebenen. Ja, was in Zukunft die Konzerne? Ja, sind heute die Nationen. Und keiner schenkt keinem etwas. Ja, weil sonst der andere den Krieg erklärt. Und vielleicht sind wir da noch nicht vorbereitet. Wir als Nation müssen in ständiger Beobachtung bleiben gegenüber unserem empfindlichsten Organ, Wahrnehmungsorgan. Dem Souverän, dem Kaiser aller Deutschen. Während wir beobachten bleiben, da müssen wir uns wappnen. Ja? Mit allem, was dazugehört. Mit Pulver, Kanonen, Geschütze, nochmal Pulver. Ja, damit wir uns behaupten können in einer Welt, die doch nur darauf wartet, uns zu unterwerfen und uns das Beste wegzunehmen. Die Jagd! Und die Hirsche! Ja, und in Zukunft unseren nationalen Stolz, der niemals auch nur einen Moment lang Beschmutzung und Beleidigung duldet. Für unsere Jagd müssen wir nichts mehr tun. Gegen Jagdgesetze sind wir längst immun. Lass doch ruhen diese alten Geschichten. Die Zukunft ist hell und die Technik ist richten. Im Bauch wird es mir allmählich ganz flau. Es war alles ohne Pirsch und ganz für lau. Ob das am Ende gut gehen kann, wird doch Bilanz gezogen, dann und wann. Ich will nichts mehr hören, nicht soll mein Glück, nicht soll mein Glück jetzt stören, nicht soll mein Glück, nicht soll mein Glück jetzt stören.
Danke, Kevin, mein Rat. Da war schon wirklich sehr viel Schönes dabei. Genauso will ich es morgen bei der Premiere auch haben. Und mit derselben Energie geht's in den zweiten Teil, Jungs. So, für die Generalprobe von Schuss nach hinten sind jetzt erstmal 15 Minuten Pause. Die Generalprobe von Schuss nach hinten geht jetzt weiter. Ist alle auf Position? Musik bereit? Licht? Und bitte! Herr Karl Duttenhofer, wie läuft es in Düneberg? Gut, Herr von Bismarck, aber ich höre, Berlin ist unruhig. Mein lieber Herr Karl Duttenhofer, können Sie unserem Staatschemiker Herrn Scheibler eine Probe von dem französischen rauchschwachen Pulver besorgen? Eine Patrone aus Frankreich hätten wir gerne mal gesehen. Hat Ihr Bruder was gehört? Eine Patrone aus Frankreich befindet sich im Besitz von Max. Blättchenpulver? Ich fahre noch heute Richtung Rottweil. Mein Bruder Max fährt mir entgegen. Das ist ja fantastisch. Seien Sie versichert. Und was den Vertrag angeht, ja, der bliebe bestehen. Vielleicht. Verbindlichsten Dank. Ich muss Karl entgegeneilen. Das französische Blättchenpulver ist schneller zu haben als die Franzosen selbst. Das Kunststück. Es ist ein Husarenstück von dir, Max. Wahrhaftig, du bist ein... Hier, Karl, hier hast du einen. Jetzt brauchen wir noch Walzanlagen. Das RCP wird nun gewalzt zum Blättchen? Alles, was mit unserem RCP zu tun hat, ist passé. Alle Maschinen verschrotten. Alles wird umgestellt. Auf das französische Blättchenpulver. Herr Bismarck! Hier ist sie schon. Wie haben Sie das geschafft? 800.000 Mark hat Max diese Patrone gekostet. Sie ist aus Frankreich und hat eine neue geheime Pulverzusammensetzung. Ein deutscher Mann! Es gab nur 10 Patronen davon. Die wurden an 5 ausgesuchte Schützen gegeben. Doch jetzt hat Max einen davon. Und nun haben wir sie. Wir Deutschen fürchten nur Gott und sonst nichts auf der Welt. Und die Fabrik in Hamburg, die bleibt bestehen und Sie behalten Ihre prächtigen Pachteinnahmen ohne jede Einschränkungen weiter. Eine Hand wäscht die andere. Max ist unseres Glückes Schmied. Überall herrscht das gleiche Prinzip. Einer hat eine, immer nur lieb.
noch ein Großtier. Auf Bett wie eine Möwe. Heute Kaiser über. My life was made by a master plan. Vom Teufel erledigt, nicht von Konkurrenz betrieben. Und da will ich die Einzige sein. Ich befehl, wenn's für mich sein. Und ihr sollt gehen, die Bloodline. Endlich will sein, ich werde sie frei. Friederike, ich muss weg. Jetzt schon? Ich bin Unternehmer. Das wird immer extremer. Aber für dich wird's doch auch immer bequemer. Ich bin halt Unternehmer. Gefallen in den tiefen, feuchten Schal. Ach, Anna! Was hab ich gemacht? Verträge, ich hab so viele gut gemacht. Jetzt hat mich ein Vertrag noch umgebracht. Friederike, ich muss weg. Schon wieder? Ich bin Unternehmer. Das wird immer extremer. Aber für dich wird's doch auch immer bequemer. Aber Max... Ich bin halt Unternehmer. Traugott, hallo. Hallo, wo bist du? Wo steckst du? Ich bin extra wegen dir hier in die Nitrieranlage gekommen, ja? Hey, wo steckst du? Traugott, ich hab dir auch was mitgebracht. Ich glaube, du findest das irgendwie interessant. Hey! Traugott! Zeig dich doch bitte! Hallo! Oder willst du noch andere Spezialitäten? Was gibt es denn? Mein lieber, allerliebster Max Wilhelm. Warum rufst du mich? Wo wir uns doch sowieso in wenigen Stunden schon sehen. Du weißt, heute ist der 14. August 1903. Ja. Ja, ich weiß. Ich will da ja auch nicht unredlich sein. Aber das da war jetzt nicht als Bestechung gemeint. Du musst nicht nehmen, es zwingt dich ein. Na, dann ist ja gut. Aber was unseren sogenannten Vertrag angeht, ich hab ihn noch mal durchgeschaut. Ach ja? Ja. Also nichts für ungut, der ist soweit korrekt. Ja? Aber da ist noch eine Sache. Ich glaube, er gilt gar nicht für mich. Oh! Wie das? Ja. Ich bin ja eben nicht katholisch, wie alle anderen hier. Das weiß ich doch, Max. Deswegen ist deine Seele ja besonders wichtig für mich. Aber das ist es ja eben. Der kleine Mönch,
aus Wittenberg, der so groß geworden ist. Den hast du doch selbst gesehen. Er dich? Tintenfäßchen? Au! Oh, ja! Ich erinnere mich. Das war vielleicht ein komischer Typ. Ja, aber später haben sich die Lutherischen von der kindischen Vorstellung abgewandt. Teufel, Hölle, Feuerofen, Schwung, Gedanken. Na gut, also jedenfalls, ich bin raus. Weil die Protestanten ja gar nicht mehr an so etwas Theaterhaftes glauben. Nein, trotzdem, der Vertrag ist ungültig. Ich bin gar nicht vertragsfähig. Also im juristischen Sinne. Im juristischen Sinne. So willst du mir kommen, Max? Ja. Entkommen? Geht's dir zu gut? Ja. Nein. Max? Ja. Mal so unter uns. Geht's dir gut? Ja. Happiness is the pain of our life. In the end. Ja, das ist es ja. Ja, aber das interessiert mich nicht. Das shit for nothing. Aber ich hab's gesagt! Mehr möchte ich gar nicht diskutieren. Ich denke, wir lassen das jetzt mal. Um Himmels Willen, beim Barte des Propheten. Was für eine Farce. Ja, also, das war's jetzt mal. Ne? Ich sag dann mal Tschüss. Also, alles Gute. Tschüss. Alles Gute. War schön. Ja, ja. Ja. Max. Ciao. Kommt denn der Vertrag her? Ist ja schon wieder einer. Ach, noch ein Vertrag. Um Gottes Willen, was sollen denn die vielen Verträge hier? Vielleicht verbrennen die oder was? Soll ich ihn vergraben? Nein, ich schmeiß ihn. Max? Ja? Wer bist du? Ich bin's. Erkennst du mich nicht? Deine Stimme klingt eigenartig. Ja? Vielleicht bin ich leicht heiser vom vielen Singen. Ah, du bist es! Helfried! Was macht ein Jäger so spät noch hier im Neckartal? Aber Max, was fragst du so komisch? Ich geh doch zur Jagd. Und du gehst wirklich in dieser rabenschwarzen Nacht zur Jagd? Ja, das ist ja gerade das Tolle. Alles schwarz, nur das Wild ist weiß. Also dann, bleib mein Schall. Dank dir, Max. Geh du nach Hause. Nach Hause. Ja, du bist. Max? Ja? Ich habe meine Munition vergessen. Zu Hause. Kannst du mir aushelfen? Ich hab schon Pulver. Wie immer. Und du weißt, Helfried, der Pulverkrieg bleibt bei Munition. Nicht schuldig. Ich weiß. Ich wusste, dass du mir helfen kannst. Hier sind die Patronen. Mit meinem Blättchenpulver. Ich brauche nur eine. Du brauchst nur eine? Ja. Nur eine Kugel? Ja. Ich nehme doch alle. Nein. Ich brauche nur eine. Ich nehme
Himmel, die da, die sieht so traurig aus. Wir nehmen sie. Eine einzige brauche ich. Geh du nach Hause jetzt. Ja. Du hast ja jetzt Munition. Ja. Adieu. Adieu. Gute Jagd. Ja, werde ich haben. Was machst du denn, Elfen? Geh du jetzt ruhig nach Hause. Was machst du da? Geh ruhig. Und dir kommt herzu. Du hast nur eine Kuh. Ja, eine. Warum nur eine? Die ist für ein ganz bestimmtes Wesen. Für welches denn? Für welches mag sie sein? Für ein menschliches Wesen. Im August, im hohen Sommer. 1903. Jede Kugel, die einmal abgefeuert wurde, kommt an ihr Ziel. Die einmal abgefeuert wurde. Ja, und manchmal ist das Ziel der Startpunkt, in dem die Kugel zurückkommt. Wenn der Schuss nach hinten zurückkehrt, geht er nach hinten los. Backfire! Vor Max Wilhelm. Geh ruhig nach Hause. Auf stolzen hohen Firnen mit ihrem ewigen Schnee, in dem Kristallpalast, da wohnt die Alpenfee. Liegt herrlich aufgehellt, gar wunderbar die schöne, die prächtige Alpenwelt. Ihr Zauberruf verlockend die Erdensöhne aus, gebannt von ihrer Schönheit, beginnen sie den Lauf. Spalte, nehmen die Kluft mit Luft, stehen auf der Alpenspitze, von Stolz geschwellt die Brust. Das Schicksal will so haben, abstürzt ein Alpensohn. Der Tod der Bleiche sich nieder zu ihm leis. Der Riesenschwan der Weiße im Flügelkleid von Eis, einhüllend ihn liebkosend ins Leichentuch von Schnee. Sein Auge sucht die Heimat in heißem Abschiedsweh. Auf Geisterschwingen naht die Alpenfee, man glaubt, ein Duftgeist.
sprechende Auge blickt ihm verlangend die alten Feen. Von den bleichen Lippen heicht sie den letzten Gruß. Und auf die kalte Stirne haucht sie den Todes. Kuss. Aus, Abbruch, Hals, Hände, vorbei, aus, Schuss, jetzt vorbei, echt, jetzt nochmal aus, ab, Keiner! Jetzt Gottes Willen! Jetzt, der Generalprobe! Natürlich unterbreche ich wegen diesem, oh Gott, ihr müsst genau, die Probe jetzt nicht unterbrechen! 100 Mal hab ich's gesagt, 100 Mal, oh Gott! So, was denn? Wie kommt dieses Scheißding hier wieder auf die Bühne? Also, ich glaube, ich habe ungefähr 2000 Mal gesagt, ja, mindestens 2000 Mal, dass dieses Teil da, dieses Monstrum, dieses absolut absurde und komplett wahnsinnige Dingsbums auf dieser Bühne nichts zu tun hat, ja? Himmel nochmal, dieses grottige Gitarren! Das gibt's doch gar nicht! Ich hab's grad mal nicht mehr. Du bist das Ding aber angreifen noch mal! Ich bin hier immer noch! Der Regisseur! Ja, ich hab's. Bitte, Rainer, beruhig dich! Ein Regisseur ist ein Künstler! Ein verdammt nochmal empfindlicher Künstler! Ihr wisst ja gar nicht, was das heißt, ein richtiger Künstler zu sein! Nee, das wissen wir nicht! Schluss für heute! Die Generalprobe ist unterbrochen und wird morgen fortgesetzt! 10 Uhr beginnt! 8 Uhr, die 30 sind alle in der Garderobe! Die gleichen Bedingungen wie heute! Kostüm, Maske, wir beginnen eine Szene vor dem Ort, dritter Akt, was wolltet ihr noch hier? 9. Szene, Himmel nochmal! Also ich gehe zu Eve, kommt jemand mit? Ja, jetzt bin ich sicher. Und diese Waffe, ja, das ist ein reales, massives Teil aus Metall! Keiner, wir müssen jetzt alle nochmal ganz in Ruhe überlegen, ja? Ja, genau, bitte. Ein Gewehr. Ein richtiges Gewehr. Oder von mir aus eine Pistole. Ja? Besonders von mir aus bei Mauser. Ja? Oder bei Heckler und Koch in Oberndorf. So langsam bin ich reif für den Kopfschuss, immer noch mal. Aber wenn das Ding da hier, ja? Wenn das Ding hier morgen noch da ist, dann stürze ich mich da! Bitte! Wir können dieses Ding da nicht loswerden! Das ist doch... Mann, wir sind erledigt, wenn es sich seine Runde auf der Bühne dreht! Bitte! Ich habe doch 3 Tage fast ununterbrochen versucht, dieses Ding da loszuwerden. Es ist mir nicht gelungen, ja? Die bleiben knallhart, die weichen keinen Millimeter zurück. Die lassen einfach nicht mit sich reden! Das glaube ich auch! Ja, entweder oder, tot oder lebendig. Entweder ihr spielt die Todesszene mit dem Ding, oder? Nicht. Die 350.000 sind weg. Ja. Mensch, das sind große Dieses Teil da oben, das reißt nein, auf! Ronald Reagan, dass sie am längeren Hebel sitzen. Ja. Oh, und die Hebel, die werden länger und länger und länger. Wir haben keine Wahl. Die Politik, die lässt uns hängen. Die kapieren einfach nicht, was alles auf dem Spiel steht. Die treiben uns hier in die Arme dieser brutalen Clique. Die liefern uns ans Messer. Wir werden uns niemals auf diesen verdammten Multisponsor einlassen. Sponsor-Akkumulation, so ein Wahnsinn.
Nestle, Danone, Coca-Cola, Unilever, Mars und wie sie allein, wie konnte uns das nur passieren? Ja, Rainer, bitteschön, das kann ich dir ganz klar sagen. Ohne dieses Ding da, ja, da hätten wir hier nicht mal einen Schauspieler bezahlen können. Es kam nicht nur einen von diesen Lobbyisten am Hals, sondern gleich ein ganzes Schwarm. Oh Gott, aber die kontrollieren uns ja nicht alle einzeln. Das läuft ja alles über diesen miesen Typen Allgeier. Willi Allgeier, ich dachte, du hättest ihn einigermaßen in der Hand. Hey, verdammt noch, ich mach mich auf, verdammt und Schmonit, es ist mir eben nicht gelungen. Ich hab mich offenbar getäuscht. Ruf ihn sofort an. Sag ihm, dass wir uns was anderes ausdenken. Und uns wird schon was einfallen. Wir, das geht nicht. Doch, wir hissen eine Fahne. Ja? Das geht wir verteilen Feuer mit den ganzen idiotischen Logos drauf. Ich selbst laufe an der Premiere mit einem Joghurt-Danone-Hütchen auf dem Kopf herum, wenn es sein muss. Oh Gott, tiefer können wir eh nicht sinken. Aber dieses Ding da, ja? Es kommt nicht auf die Bühne. Niemals! Rainer, hör mal zu. Weißt du, was das bedeutet, was du da machst? Jetzt reiß dich zusammen. Mann, dieses Ding da, versteh doch, dieses Ding, das war deine Idee! Du hast dir den Quatsch ausgedacht! Ja, ja, ist ja gut, ich weiß, ich hab mir das ausgedacht. Ja, also. Ich war das. Wir sind alle verloren in diesen Zeiten. Aber du hast doch gesagt, dass du es doch wegbekommst! Jetzt hör endlich auf damit, ich habe alles versucht, das habe ich dir jetzt schon tausendmal gesagt, es geht nicht! Das war deine Idee und jetzt... Alter, geh ruhig, aber du kapierst doch, was du uns angetan hast. Du hast uns ruiniert, wir alle hast uns 50.000 Brunnen. Rainer, jetzt lass doch mal bitte die Annette in Ruhe. Mensch, Manuel, du kannst doch, sie ist doch die Einzige, die sich noch für dich einsetzt. Die geht doch für dich durchs Feuer. Kapier das mal, geh das da rein in dein Stübchen. Ich wäre froh, Judith hätte nur einen Bruchteil davon. Hat sie doch auch, die geht auch für mich durchs Feuer. Wie meinst du das? Ich liebe sie, als sie ist, ne? Großartig. Das hat sie so. Ich meine doch, als Schauspielerin und so. Komisch an jetzt, also, ja? Nein. Was meinst du? Du weißt, dass die gleiche Sache nicht befürwortet. Was meinst du jetzt wirklich? Wir sind alle erwachsene Leute. Ja, ich bin erwachsen. Tolle Schauspielerin. Du meinst nicht. Ich bin erwachsen. Eine tolle Schauspielerin. Hör mal auf damit. Rainer, jetzt lass es dir einfach nur mal durch den Kopf gehen. Bitte. Bitte. Macht euch doch klar, wie viel uns dadurch verloren geht, wenn wir zurückweichen, ja? Wir gewöhnen uns daran, dass alles Kommerz ist. Und jetzt sind sie auf unserer Bühne. Und die Kunst wird überdeckt von diesen ganzen Industrielogos, Icons, Werbeslogos und diesen verdammten Farbocker, dieses Blau. Weg da mit Himmel nochmal! Rainer! Mensch, Rainer, lass doch ab! Es ist die Reise höchst beliebt. Wir sind doch wie Start-up, die Hefe darin dein Genie. Noch ist alles im sozialen Rahmen. Ignorieren musst du die Reklamen. Stopp das Gedudel aus! Stopp mit dem Gedudel, ja? Also nein. Ihr wisst ganz genau, dass du mit solchen Farbtupfern, ja, letztendlich das Akzeptieren von allem einhergeht. Ja? Ohne dass wir es merken, sagen wir ja zu dem Ganzen. Und das Ganze ist nun mal eine manipulierte Welt, die sich fast ausschließlich nach den Interessen der Privatwirtschaft ausrichtet. Du hast schon immer übertrieben. Es ist doch alles nur halb so schlimm. Geld ist nun mal Lust getrieben. Heißt nicht, dass ich darin einstimme. Wenn ich mal kurz dieses Lied mitsinge, und es ist so ein geiles Feeling. Stopp, Linke, tut aufhören! Aus! Geiles Feeling! Dass ich nicht lache! Geiles Feeling! Aber genau das ist es doch gerade. Macht euch doch klar, dass wenn wir die Kleinigkeiten mitmachen, wir die wirklich eigenen Ideen verlieren, fast unmerklich. Oh Gott, das ist doch alles. Rainer! Du nimmst es alles zu genau. Wie soll man thank you.
ganze Duttenhofer Todesszene steht doch von vorn und hinten und es ist doch alles nur Kompromisse. Aber hinter ihm, da steht doch eine gigantische Macht. Da sind Daimler, Mauser, die Kölschroffer, der Pulverfabrik, Coca-Cola und. Aber genau das wollten wir doch mit dem Transparent ausdrücken. Aber mit diesen Fetzen hier, da entsteht doch allenfalls der Eindruck, dass uns diese Mächte sanft zuwinken oder zulächeln. Aber das sind doch riesenhafte Gebilde, die alles Politische nach Lust und Laune dahin beeinflussen, wo sie es haben wollen, damals wie heute. Aber du hast doch immer gesagt, genau da soll uns das Transparent erwischen, an dieser empfindlichen Stelle. Das hat er doch gesagt. Ja, genau. Das tut es aber ganz und gar nicht. Kapierst du das? Naja, darf ich mich da mal ganz kurz nur mal einmischen? Nee, komm, das nicht. Also, soll ich das jetzt hier darstellen? Oder das Transparent? Jetzt fang du nicht auch noch an, Meinrad, ja? Hör bitte, Meinrad, lass das jetzt mal auf der Ebene des Bühnenbildes. Ich kann auch das auf der Ebene. Juli, bitte! Dränge mich jetzt bei dieser wichtigen Frage nicht an den Rand, ja? Ich habe dich auch immer bei deinen Sachen unterstützt. Meinrad, das hat doch jetzt hier nicht im geringsten irgendetwas mit dir zu tun. Aber du sprichst jetzt gerade von meinem Anteil an dieser Szene, ja? Und wenn ich mit Rainer jetzt klären will, wie viel ich davon spielen soll und wie viel das kommen wird und wie viel das Transparent ausdrückt, ja, dann weiß ich wirklich nicht, was du dabei hast. Das heißt doch nicht, dass ich nicht verstehen würde, wie du dich jetzt als Schauspieler fühlst. Also dann halte ich auch, Rainer! Also dann halte dich doch bitte schön raus! Aus dieser Sache! Als meine Frau! Kein Mensch! Ich brauche nur eine Sekunde daran, dass du hier der riesenhafte Sommertheater-Act bist, der diesen Sommer das Einzige ist, was von den Alpen bis zum Kaukasus der Beachtung wert ist. Sag mal, Rainer, du willst doch jetzt nicht das Risiko einnehmen, dass der Meinrad morgen abreist. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Mädchengetue. Einmal noch mal! Gut, okay, ich hab's verstanden, alles klar. Gut, dann quasselt halt, oder bequasselt halt euer Bühnenbild, Weltsicherheits... Rat, Wichtigtour, Gerümpel, ohne mich, ja? Das Transparent wird schon bringen. Ich stehe halt mal dann wieder so dabei. Meinrad, genau das ist es doch gerade. Ich will dieses Transparent doch gar nicht. Ich sehe doch, das ist alles verharmlost. Diese ganze Gewalt und Macht der Konzerne. Ja, ist gut. Zu spät, mein Lieber. Deine Bevorzugung dieses Textilfetzens gegenüber meiner Schauspielerei. Das war deutlich genug. Oh Gott. Kollegen? Ciao. Hey, das ist so lächerlich. Scheiße. Und jetzt dieses idiotische Transparent. Plus Korruptionsgewehr in die Tonne. Ja, es bleibt ja aber nur, wenn ihr das so verkehrt aufhängt. Leute, Hauptsache die Leute verstehen, worum es geht. Wo sie verstehen es dann doch vielleicht einfach gar nicht mehr. Du weißt, also wenn ich da nur eine Kanone auftreten. Ja, hallo, die sind doch nicht blöd, die Leute. Ja, die wissen doch ganz genau, dass es darum nicht geht, oder? Na, hoffentlich. Na, sicher. Wenn also Max am Ende von seiner eigenen Kugel, von seinem eigenen Pulver getroffen wird, dann kommt genau in dem Augenblick der Chor der Arbeiterin wieder. Ja. Ja. Weil die das Vergessene der Geschichte sind. Ja, und eben nicht die Werbung. Und das ist wichtig. Ja, und nicht die Kanone. Und die Leute verstehen nicht, dass es heute wieder genauso weit ist. Ja, dass eben nicht die Sieger die Geschichte schreiben, sondern dass die Konzerne die Politik bestimmen. Rainer, hör mal zu. Du musst dich jetzt entscheiden. Entweder mit Kanone und die große Botschaft über eine verfälschte Geschichte oder keine Kanone. Und dann ist alles weg, weil dann findet es überhaupt nicht statt und dann wird niemand irgendwas sehen und dann kann auch niemand was verstehen. Okay. Gut. Ich glaube, ich werde nicht umkippen. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Anders. Hey! Traugott! Spinnst du? Traugott! Die Wahrheit, das ist so eine Sache, ihr seht die Welt immer ein bisschen zu optimistisch. Mach dich nur lustig, es wird einige geben, die weltfremd sind. Ich zähle sicher nicht dazu. Was meint ihr, was geschieht? Was ihr euch ausdenkt? Was ihr euch wünscht oder für wünschenswert erachtet? Es geschieht, was geschieht. Die Geschichte ist nichts anderes als ein wirres Knäuel von zufälligen und verrückten Ereignissen. Wenn sich da zeitenweise mal etwas Vernunft durchsetzt,
dann ist es ein Wunder. Schabernack einer chaotischen Struktur, die sich hin und wieder mal so organisiert, dass es wie Vernunft wirkt. In den Geschichtsbüchern lässt man es dann so aussehen, als sei alles so gewollt gewesen. Nicht, dass ich Trübsinn aufkommen lassen wollte. Für Freiheit gab's manche Revolte. Es zeigt sich leider immer nur das Gleiche. Macht lässt entstehen und untergehen die Reiche. Die Mühe geht auf die Freiheit, doch hilft das nicht sehr viel. Am Ende siegt die Bosheit, es siegt nur der klügste Deal. The law of history is violence, nothing can change the rule. Das ist der Geschichte Movement, nur eins ist richtig, holst du. Moral und Geld, sie bleiben Geschwister, die sich am Ende immer ermorden. Der Krieg ist erklärt, die Welt ist trister, aber nur so ist neue Rekorden. Es kann nur eine Macht geben, sie duldet nun mal nichts neben sich. Ihr wolltet mit Kunst etwas zeigen, einen grausamen Reigen, verziert mit sanften Geigen, dass wir verstehen, was läuft und dass der Mensch sich erhebt, Einspruch erhebt wie der mutige Kohlhaas. Jetzt gerade in diesem Moment ist alle Macht bei den Freunden des lustigen Gewehrs. Und wenn das lustige Gewehr morgen weg ist und ihr euch in Schulden gestürzt habt, die euch umbringen werden, dann achtet mal ganz genau darauf, was dann geschieht. Und fragt euch mal, warum das geschieht. Und zieht mal eure Schlüsse daraus. Wir Künstler are fishes in a glass tub. Denken alles ist toll. Und voller Wasser. Thinking we were in a waterway nightclub. Den Schlaf der Gerechten. Alles, was existiert, ist wert, dass es explodiert. Die Seele vom Duttenhofer, die habe ich seit dem August 1903. Aber diese idealistischen Träumer hier,
Schlaft. Schlaft ruhig weiter. Weil dann habe ich bald gar nichts mehr zu tun. So, und jetzt die Duttenhofer Todesszene. Ohne Werbung, richtig! Verlangend die Alpenfee von ihren Armen umschlossen, vergießt er alles Weh. Und von den bleichen Lippen heischt sie den letzten Gruß, und auf die kalte Stirne haucht sie den Todes. Was ist das? Ich sterbe! Das ist ja die Hölle! Oh, ein Anschlag! Wer hat mich erschossen? Wie kann denn sowas passieren, um Himmels Willen? Ein Anschlag, mein Hof! Ein Anschlag auf Duttenhof! Hilfe! Jetzt ruft doch mal die Rettung! Nico! Dorin! Gerd, jetzt ruft doch endlich mal jemand den Notarzt an! Er blutet! Etwas. Es hat mich voll erwischt! Ich verblute! Mein Rat, mein Lieber, das ist nur ein Streifschuss, glaube ich. Da hat er schon angerufen. Wir sind dabei. Ja, ja, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das war sie. Die echte Patrone. Diese Kugel fliegt schon viele Jahre und sie kannte ihr Ziel schon sehr, sehr lange. Wo ist denn Traugott? Das spielt doch jetzt keine Rolle, Mensch. Wo bleiben die denn? Sag mal, wer ist eigentlich der Halle verantwortlich, oder? Mein Rat, wie geht's dir? Ich verblute. Ich sterbe. Mein Rat, mein Lieber, ich bewege mich nicht so viel. Wer ist dafür verantwortlich? Gérard, was war da los? Ich hab gestern alles überprüft, war alles okay. Oh, ich sterbe. Ich war's. Ich bin verantwortlich. Warum leiden die denn? Wie bei Ödipus, am Ende muss er es sehen. Ja. Soll man wie kann eigentlich sowas passieren? Hallo? Da war eine echte Kugel drin in dem Requisitegewehr. Ach komm, jetzt, wie kann sowas sein? Ihr habt schon immer gesagt, wenn man sich nicht mit dem Negatar beschäftigt, dann kommt es zurück als ein Gespenst. Meinst du, dass es damit was zu tun hat? Hat die Kugel? Ist aus der Vergangenheit gekommen! Ist aus der Unterwelt hochgeflogen und ich bin dafür verantwortlich. Nein, jetzt war verheilt. Ich bin derjenige, der das angemischt hat. Na, aus dem Weg, wir müssen ihn zum Zelt bringen. Ja, komm, ruhig, komm, ruhig aus. Das ist nur eine Zumbassrache. Ja, wir hätten es nicht verarbeitet. Ich will doch weniger schwinfen. Max von Duttenhofer, ich habe es nicht gewollt. Max, wo bist du denn? Max? Max! Max! Rainer, was ist denn mit dir beruhigt? Rainer, wer soll das denn sein? Wo ist denn der Max von Duttenhofer? Bringen Sie mich bitte zu ihm. Ich weiß jetzt, wie ich die Revue mache für den Besuch des Königs. Was redest du denn? Jetzt mach mal halblang. Bist du verrückt geworden, oder was? Ich bin zu mir gekommen. Danke, Frau Duttenhofer. Hallo? 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 Hey? Hallo? Annette? Annette, lass ihn! Wir müssen auf ihn eingehen. Valentin, es wird alles gut. Nein. Wir müssen alle auf ihn eingehen. Du auch, geh weg. Also, geh weg. Ich muss die Revue machen. Sag was, sag. Aber ich will sie so machen, dass wir uns nicht kompromittieren. Bleib ruhig, alles klar, ich bin da. Endlich, lieber Max. Ich hab's jetzt gefunden. Nein, nicht das Formel für die Pulver. Die haben wir. Ja, die Formel für die Revue. Wir können dem König einen Spiegel vorhalten. Ohne, dass er uns böse wird.
Sie uns schämen müssen. Ja, wunderbar. Großartig, Ballett. Wir haben 1899. Es ist fast 1900. Die moderne Zeit verlangt von uns, dass wir Farben bekennen. Also wir müssen ehrlich sein. Fantastisch, Ballett. Fantastisch. Rainer, mein Lieber. Was ist denn, was passiert denn mit dir? Rainer, was meinen Sie denn, meine liebe Frau Friederike? Bitte, komm zu dir. Bitte, Rainer, ich liebe dich. Doch, ich liebe nur dich. Was ist das jetzt hier? Hallo, was ist das da? Warte, mir geht's ganz gut. Hallo, wir müssen sagen, es geht nicht mehr so, wie ihr denkt. Ey, Judith, muss sich alles ändern. Sonst gehen wir alle unter. Moment. Ich sterbe, Judith. Ich verblute, Judith! Ja, jetzt sehe ich klar! Ja, die liebt mich nicht! Sie liebt mich nicht mehr! Es hat die wirklich böse erwischt. Mensch, der arme Meinrad. Nein, ich mach doch meinen den Rainer. Das ist wahrscheinlich viel schlimmer. Du Schaluppe, du! Du elende Schaluppe! Natürlich stimmt das! Bitte, komm zu dir! Ich bin ja bei mir, meine liebe Frau Friederike. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe die Lösung für die Revue. Judith! Ich liebe dich doch! Ja? Aber warum denn das? Sie lieben doch den Herrn von Dumbo. Nein! Judith! Rainer! Valentin! Bist du komplett durchgedreht? Du bist der Einzige für mich! Was ist mit denen los, oder? Was ist los? Mein Liebster! Das war zu viel für ihn! Im Neckartal hat niemand F zum Suchen, dort unerhört ist auch kein Mensch im Suchen. Ein jeder sagt's im anderen und jeder sich dra hält, denn dies kehrt in als Licht der Welt. Drum setzt den sich der Deifel in der Wischungsfeld, daum sehr, süß Rottenmecker, Littrümmer fällt. Trinkt der Blick ganz wunderfitzig durch die Spiegelfront, über Rottwein aus dem Horizont. Was krabbelt da, was raschelt da, wir fegen mit den Staub der Zeiten. Und was wir drunter finden, uns selber ähnlich sah, ein Spiegel, mit dem wir uns befreiten. Was ist das? Wo ist das? Can you find it? Was ist da drunter? Im Neckartal bei Gott?